Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Transformers, TFC Toys, Hercules, Netbreaker. Netbreaker ist jetzt das fünfte Mitglied des Teams, den ich mir zugelegt habe. Und ja, die Figur hat leider sehr viele Mankos und ich musste auch schon einige Sachen daran reparieren und wie auch immer. Ja, es ist die einzige Figur, die ich bis jetzt habe, die am meisten Ärger macht. Aber trotzdem muss ich sagen, bin ich echt stolz, dass ich ihn habe, weil er natürlich nicht nur jetzt der linke Arm von Hercules ist, sondern auch so, ja, eine relativ coole Figur ist. Kommen wir jetzt einfach erstmal, bevor wir zur Figur kommen, zu dem, was mitgeliefert wird. Natürlich haben wir einmal hier die Gebrauchsanweisung oder die Bauanleitung. Natürlich auch hier wieder eine DIN A4-Seite. Sehr schön gemacht. Man sieht hier wieder die einzelnen Komponenten. Extrem hochauflösend. Ziemlich cool. Natürlich das Artwork. Ganz normal. Und auf der Rückseite dann nochmal den Umbau vom Fahrzeug in den Armmodus. Ja, was soll ich sagen? Die Figur ist, wie gesagt, ziemlich cool. Natürlich wird sie auch wie alle anderen Teammember mit dieser schönen Plastikkarte geliefert. Auch hier vorne mit dem Artwork groß drauf. Und hier hinten natürlich mit den ganzen Textbacks. Was ich auch ziemlich cool finde, ist, die Karte sieht ziemlich abgenutzt aus. Als wenn auch Wasserflecken und so weiter drauf waren. Aber nein, das ist Absicht. Die ist so gedruckt worden. Finde ich ziemlich cool. Hat auf jeden Fall was. Es zeigt so dieses verwaschene, alte, dreckige, wie es halt auf dem Bau ist, bei den Baufahrzeugen. Finde ich ganz cool. Ja, und dann haben wir noch einmal den Karton. Der Karton standardmäßig in der Version 2. Das heißt in Grau, hier im Hintergrund mit den Zahnrädern etc. Die Version 1 wurde damals in so einem dunkelgrün quasi gehalten. Und hier oben die Warnstreifen waren gelb-schwarz. Hier jetzt weiß-schwarz, das sogenannte die Refresh Edition. Hier sind einige Mankos beseitigt worden, aber leider noch nicht alle. Man sieht hier einmal den Armmodus, einmal die Pneumatik mit der Baggerschaufel und hier unten diesen Visor, der hier beiliegt, um quasi von Dr. Crank den Kopf noch einmal, ja, quasi in Richtung des neueren G2 Devastator zu bringen. Ist natürlich austauschbar, muss natürlich sehr aufpassen, ist sehr zerbrechlich der Visor. Ja, und hier vorne haben wir dann natürlich noch die Packung. Ich sehe gerade, ich habe hier das Inlay falsch rum reingemacht. Sehr schade. Müsste ich gleich nochmal ändern. Hier noch einmal das Artwork und hier hinten natürlich einmal der komplette Hercules. Neckbreaker im Robotermodus und im Fahrzeugmodus. Um euch das nochmal zu zeigen, weil ich habe dieses Bestandteil natürlich jetzt nicht aus der Packung rausgeholt. Zeige ich euch das noch einmal. Natürlich auch hier ist einmal das Inlay richtig schön mit dem Artwork verziert, wie wir es halt kennen. Das hat sich jetzt nicht geändert gegenüber der Version 1. Hier haben wir das Inlay und hier oben sehen wir einmal den Visor, der quasi nochmal einzeln in dem Inlay vorhanden ist. Ja, das Inlay will ich jetzt einmal wieder reinbringen. So. Und in den Karton schieben. Damit es natürlich auch schön verpackt ist. Der Visor ist natürlich hier oben mit wieder drin. Den habe ich jetzt noch nicht ausgepackt, weil ich halt Dr. Crank noch nicht besitze. Dazu aber in meinem nächsten Review, den zeige ich euch dann nächste Woche. So, jetzt nehmen wir mal kurz die Anleitung und die Karte weg und zeigen euch einmal die Figur. Ja, die wird hier wie gesagt als Bulldozer geliefert. Schon ziemlich cool gemacht. Natürlich auch hier wieder in dem Standard Neongrün mit Grau und ja, so einem Silber-Schwarz, schwarzen Komponenten. Die Figur, wie gesagt, ist schon ziemlich cool gemacht. Sieht zwar sehr bullig aus, aber so sind halt Baufahrzeuge teilweise. Es gibt halt vom Mad Cat etc. sind manche schon ziemlich bullig. Die Waffen werden hier von mir persönlich an die Seite gepackt. Sind dann quasi wie so eine Art Auspuffrohre. Finde ich schon deutlich besser, als wenn ich sie irgendwie als Waffen hier vorne dran packe. Ist natürlich auch noch möglich. Machen wir das so. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber mir persönlich gefällt das jetzt nicht. Das ist so Baufahrzeug untypisch.
Natürlich kann man auch hier das nach oben drehen, als wenn vorne die Abgasrohre sind, wie man es persönlich möchte. Ich nehme jetzt die Waffen erstmal ab. Dann haben wir hier hinten noch die Hand vom Devastator drauf, die quasi wie so eine Art Motorblock wahrscheinlich bildet oder wie auch immer. Die können wir auch mal kurz abnehmen. Ja, das können wir dann notfalls auch so rumdrehen, wenn sie was besser finden. So, und ansonsten, die Figur hat hier unten den Kopf zu sehen. Leider kann man den nicht rumdrehen, er ist fest fixiert. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur, was mir jetzt nicht so gefällt im Fahrzeugmodus. Im Fahrzeugmodus, diese Schaufel hat zwar hier vorne eine Pneumatik, man kann sie aber nicht wirklich richtig hoch bewegen, denn das Risiko besteht, ihr seht es hier, dass sie sich in ihre Bestandteile auflöst. Finde ich jetzt nicht so schön, allerdings trotzdem ganz nett gemacht mit der Transformation. Drei Teile, zeige ich euch gleich mehr. Ja, die Baggerschaufeln sind auch schon ziemlich cool gemacht, allerdings hätte ich mir hier vielleicht einige bronzefarbene oder silbernfarbene Details noch mehr gewünscht, das wäre schon schöner gewesen. Ansonsten von Details her hinten die Gitter sind in einem Dunkelsilber gehalten. Und ja, vorne noch rote Lampen, oben am Dach rote und gelbe Lampen. War noch ziemlich interessant gemacht. Nur bei mir hier ist das Rot ein wenig, weiß nicht wie, abgeplatzt. Dabei habe ich die Figur als Neuware gekauft. Nun gut, es ist halt ein Drittanbieter, aber wir kennen es auch von Hasbro. Selbst Hasbro als wirklich, ja, eigentlich gängiger und guter Anbieter von Transformers-Figuren hat halt das Problem, dass sehr viele Farbpigmente meistens nicht kleben, nicht richtig aufgetragen sind etc. Das kann halt maschinell passieren. Kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist ziemlich simpel. Einmal lösen wir hier vorne erstmal die Schaufel in ihre drei Hälften auf. Drücken das quasi nach oben. So. Jetzt lösen wir die Beine hier unten. Einmal hier unten ab. So, dass sie quasi so zur Seite zeigen. Dann drehen wir hier unten dieses Hüftteil einmal komplett rum. So, das ist dann der Anfang. Die Beine sind noch nicht fertig, also nicht denken, dass das jetzt so die Füße sind. Die werden noch ein bisschen gedreht. So, dann mache ich persönlich immer gerne eine Sache. Ich nehme hier oben das Führerhaus ab, dann ist die Transformation ein bisschen einfacher. So, jetzt lösen wir quasi hier oben diesen Frontgrill nach oben weg. Drehen ihn komplett einmal so herum. Dann splitten wir diesen ganzen Frontgrill, um die Arme zu bilden. Hier rasten wir die Arme an der Seite ein. Hier sind so kleine Konnektoren. Die werden hier reingedrückt. So. Jetzt wird einmal diese ganze Schaufel nach hinten gedreht. Und einmal zusammengeklappt. Das heißt einmal so und einmal so. Dadurch werden vier Konnektoren hier, solche Plaketten quasi sichtbar. Die sind sehr wichtig. Dazu gleich mehr. Jetzt drehen wir einmal hier diese ganze Schulter nach oben. Ihr seht, hier werden jetzt diese Schlitze sichtbar. Die bestehen quasi aus zwei Hälften. Und hier ebenso. Bei mir ist diese Seite hier, die musste ich persönlich auffräsen. Das heißt, ich habe den kompletten Brustkorb geöffnet und von innen ausgefräst mit einem Dremel. Denn es ist zwar jetzt sehr locker, aber vorher hing der Arm so, beziehungsweise nach hinten, und ich konnte es nicht ändern. Denn innen drinne ist wie ein, ja, wie so ein Sechseck, und dieses Sechseck war bei mir falsch quasi gegossen. Das musste ich quasi dadurch nachbessern. So, wir drehen einmal jetzt die Hüfte komplett herum. So. Jetzt, der Kopf ist so eigentlich fertig. Das Blöde an diesem Kopf ist, er ist hier, wie ihr seht, auf einem Gelenk, was sich zwar zur Seite drehen lässt, aber was mit anhand dieses Kugelgelenks sehr eingeschränkt ist. Denn ihr habt hier diesen Konnektor hier unten drunter für den Armmodus und er hebt den Kopf ein bisschen nach oben. Finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Deswegen mache ich das meist so, auch wenn es von der Anleitung her falsch wäre. Ich drehe diesen Konnektor nach unten. Dann passt der Kopf schon deutlich besser. Jetzt drehe ich quasi diesen Brustkorb komplett nach vorne. So. Drückt den
hier im Normalfall quasi mit diesen kleinen Packs hier rein. Das geht jetzt durch meinen Connector natürlich nicht, finde ich aber so besser. Er hält trotzdem. Jetzt öffnen wir die Arme, holen die Hände raus. So. Und das gleiche auf dieser Seite noch einmal. So. Jetzt haben wir die Arme auch schon fertig. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Sache, die ich bei dieser Figur echt schlecht finde. Das ist schlecht gegossen, ist leider bei diesen Teilen normal, ist bei X-Craver teilweise auch das Problem. Das Bein ist total locker, weil dieses Kugelgelenk hier oben drin quasi schlecht gegossen ist. Es ist ein bisschen kleiner als der Fuß, dadurch wackelt es ein bisschen hin und her. Ich werde das später verbessern, indem ich hier oben dieses Kugelgelenk dann nochmal mit einer speziellen Plastikpaste, die sehr klebrig ist, quasi komplett nochmal überziehen werde. Dann mehrere Tage trocknen lasse und dann ist es hart wie Plastik und ich kann dieses Kugelgelenk quasi wieder so nutzen, wie es eigentlich sein sollte. So, kommen wir jetzt aber erstmal zum Rest der Transformation. Wir drehen jetzt einmal hier unten diese Schaufeln herum und drehen die nach oben, um die Füße zu bilden. Jetzt haben wir quasi die Sohlen. Ja, und das wäre jetzt eigentlich die fertige Transformation. Ich möchte aber gleich dazu sagen, es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese Beine zu verwandeln. Genauso wie bei X-Craver. Ihr könnt quasi hier, ein kleiner Hinweis, diese silberne Schiene, bitte vorsichtig sein, hier ist dieser silberne Pin, es bricht sehr schnell kaputt, deswegen immer gleichmäßig rausziehen und das hier nicht hier unten nach vorne ziehen und hier quasi dran lassen, dann brecht ihr es quasi auseinander. Das heißt, schön gleichmäßig versuchen zu ziehen. Das ist mit das empfindlichste an dieser ganzen Figur. So, jetzt drehen wir das hier einmal nach oben. Drehen einmal hier dieses Teil über die Hüfte. Drehen das nach unten. Und jetzt haben wir, wie gesagt, schon den gleichen Fuß quasi wie bei X-Craver. Das heißt, ihr könnt hier diesen Fuß auseinanderziehen und den Fuß so bilden. Ihr seht die deutlichen Unterschiede. So wie er jetzt neu ist. Er hat natürlich hier schöne silberne Details, die hier jetzt fehlen. Oder eben den Fuß. Der Fuß ist jetzt anhand der Anleitung eigentlich der korrekte. Aber so könnt ihr es, wie gesagt, auch verwandeln, den Fuß. Das ist dann euch überlassen, wie ihr es quasi haben möchtet. Ich verwandle ihn jetzt erstmal so, wie er sein soll. Drehe das hier wieder rum. So, und schon ist diese Figur quasi wieder fertig verwandelt. So. Die Figur steht relativ gut, obwohl dieser Fehler hier bei dem Hüftgelenk ist, durch diese Plattfüße quasi. Trotzdem ist diese Figur ziemlich cool. Ihr habt jetzt dann noch die Möglichkeit, hier hinten das Führerhaus wieder dran zu klippen. So rum, wie es richtig rum ist. Und es einzuklappen. Diesen Connector jetzt nach oben klappen. Im Normalfall könnt ihr dann hier die Faust so hier hinten befestigen. Und ihn quasi den am Rücken tragen lassen. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht aus wie eine große Windel, die er unten hat. Das gefällt mir jetzt persönlich gar nicht. Deswegen mache ich eigentlich diese Faust immer ab und lege es einfach zur Seite. Denn ja, so wichtig ist das auch nicht. Ihr habt hier natürlich bei dieser Figur das typische Hüftgelenk. Ihr seht, in dieser Position hält es auch Bombe. Wenn es ein bisschen runterdreht, ab einer bestimmten Position, ab hier, ist es locker. Das heißt wirklich, es ist eierförmig gegossen. Dieses Kugelgelenks finde ich sehr schade. Ansonsten habt ihr hier ein Kniegelenk ganz normal. Hier unten diese Schaufel könnt ihr auch nochmal bewegen. Ihr habt die Möglichkeit, das Bein noch zu drehen. Das heißt also, die Posen sind schon ziemlich cool, die ihr damit machen könnt. Ihr müsst natürlich diese Figur erstmal zum Stehen bringen. Das ist, wenn die Figur richtig gegossen wurde vom Kniegelenk, natürlich gar kein Problem. Bei mir allerdings jetzt leider schon. So, dann könnt ihr hier allerdings, wenn es dann mal hält, ja, das ist der schöne Vorführeffekt. Wie gesagt, ziemlich gute Action-Posen hinkriegen. Geliefert wird Neckbreaker mit diesen zwei Kanonen. Diese zwei Kanonen bilden quasi das, diese Rückseite von dem Gewehr, die quasi im großen Modus hier hinten in der Hand quasi so dranhängt.
zeige ich euch dann aber dann im großen Review natürlich mit Hercules. Die Figur kann natürlich diese Waffen auch in die Hand nehmen. Na. So. Nicht wundern über das Babygeschrei. Meine Tochter ist leider momentan ziemlich wach und möchte nicht schlafen. Fühlt euch einfach dadurch einfach nicht gestört. So, meine Frau kümmert sich zum Glück darum. So, wie gesagt, so ist jetzt Neckbreaker fertig verwandelt. An sich finde ich eine ziemlich coole Figur, wie gesagt. Der Kopf ist auch ziemlich gut modelliert. Er hat ziemlich gute Lightpipe-Funktion. Der ganze Kopf ist quasi damit übersät. Finde ich ziemlich cool. Der Brustkorb ist auch ziemlich gut gelungen. Und auch die Arme und die Füße sind ziemlich cool. Auch hier die Beine an sich sind natürlich auch gut modelliert, finde ich. Man sieht auch, wie viel Schrauben da verbaut sind. Das ist schon ziemlich enorm. An sich finde ich eigentlich eine ziemlich coole Figur. Wir kommen jetzt aber einmal zu dem sogenannten Arm-Modus. Dazu müssen wir den quasi wieder in das Fahrzeug zurückverwandeln. Das geht aber relativ fix. Das heißt, wieder wie immer, hier unten diesen Steg vorsichtig herausziehen. Auf der anderen Seite genauso. So. Hier jetzt unten die Hüfte nach unten ziehen. So. Jetzt einmal diese Beine oder diese Ketten miteinander verbinden. So. Einmal das Ganze nach oben klappen. So. Jetzt die Schaufeln erst einmal in dieser Position lassen. Ich zeige euch auch gleich wieso. Dreht das Ganze einmal so. Klappt das hier auf, damit die Hände wieder verstaut werden können. Gleich auch hier. So. Jetzt klappt ihr einmal die Schaufel nach hinten. So könnt ihr es jetzt schon lassen. Es sei denn, ihr habt natürlich den Connector hier oben gelassen. Dann dreht ihn einmal nach unten. Der Kopf wird im Arm-Modus leider nicht versteckt. Dazu aber gleich mehr. Jetzt dreht ihr natürlich das wieder herum. Hier ebenso. Klappt das Führerhaus wieder nach oben. Klappt einmal den Arm wieder so nach vorne, um quasi den Grill zu bilden. Hier bitte einmal aufpassen. Ihr habt hier vorne einen kleinen Pack. Dieser Pack muss unter das Führerhaus. Am besten, wenn ihr das so nach unten drückt, versucht ihr, dass der Arm gerade ist und drückt das Führerhaus ein kleines Stück zurück. Ab oder... ja, ihr zieht's ab. Es ist euch überlassen. So. So. Jetzt dreht ihr natürlich wieder den Grill nach vorne. Kann passieren, dass er sich hier wieder in zwei Hälften löst, deswegen immer wieder dann einfach zusammenstecken, das ist ja nicht das Problem. So, wenn ihr das jetzt so fertig habt, bitte aufpassen, hier oben, dass das alles simultan ineinander läuft. Das heißt, ihr müsst hier das nach hinten schieben, so, perfekt. Jetzt dreht ihr das Ganze einmal hier herum. Dreht diesen ganzen Block über das Führerhaus. Dreht ihr das einmal so herum. Quatsch, nach unten. So. Oder? Na, nee, Quatsch, war doch so richtig. So. Und jetzt dreht ihr hier diese Schaufeln einmal komplett herum. Doch bevor ihr die zusammensteckt, zieht ihr hier nochmal die Beine auseinander. Und hier zwischen den Armen setzen. So. Und jetzt könnt ihr hier diese Schaufeln miteinander verbinden. Das heißt, am besten schon so ein bisschen zusammenstecken. Und dann gleichmäßig nach unten drücken. So. Ich habe jetzt das Glück, dass ich hier einen Neckbreaker habe, wo die Schaufeln relativ gut ineinander greifen.
schon bei einem Bekannten gesehen. Da gab es welche, die haben hier überhaupt nicht gegriffen, haben sich immer wieder auseinandergeschoben. Hier ist es ziemlich gut. So, jetzt einmal den, die Hand natürlich so nach oben drehen. Die Finger öffnen. Den Daumen nach oben bewegen. Ja, und jetzt könnt ihr natürlich die Hand in eine Position bringen, wie ihr sie wollt. So, und schon haben wir den Arm-Modus von Neckbreaker. Finde ich ziemlich cool gelungen, auf jeden Fall. Wie gesagt, dieser Kopf gefällt mir nicht, dass das so der Fall ist. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, das habe ich jetzt auch schon in einigen Toy-Review-Videos gesehen, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr wollt, es so vor den Kopf bringen. Ich sage euch gleich aber dazu, dann gibt es Probleme mit diesem Connector und ihr könnt den Arm nicht mehr richtig hoch und runter bewegen. Wenn ihr allerdings das Rage of Hercules Set habt, dann könnt ihr hier diese ganze Schulter quasi verlängern. Dann ist sie nicht mehr so am Körper, sondern so. Und dann könnt ihr das Schild natürlich davor machen, dann sieht man den Kopf nicht mehr wirklich. Ja, aber wie gesagt, das ist euch selbst überlassen, wie ihr es natürlich haben wollt. Oder auch, wie ihr die Figur zusammenstellt. Was ich jetzt im Moment mache, weil ich noch nicht alle Teile komplett habe, ihr könnt natürlich auch hier oben an das Führerhaus die Waffen erstmal dran packen. So, dann sind sie erstmal verstaut. So, wie gesagt, das ist der Arm-Modus. Finde ich ziemlich cool gemacht. Ja, wie gesagt, das ist jetzt mein Review gewesen für Neckbreaker vom Hercules Team. Eine ziemlich geile Figur. Ich würde sagen, wertungstechnisch, da bei mir die Figur leider ein wenig defekt war und ich ein bisschen nacharbeiten musste, dies allerdings nicht in die Bewertung reinfließt, gehe ich jetzt mal von einer Figur aus, die wirklich komplett intakt ist, keine Macken hat und wie auch immer, würde ich sagen, im Robotermodus eine ziemlich geile Figur und 9 von 10 Punkten auf jeden Fall. Im Fahrzeugmodus, ja, ein bisschen bullig, ein bisschen unbeweglich, unspektakulär, würde ich es 8 von 10 Punkten geben. Trotzdem von Detailreichtum sehr groß. Ich würde sagen, alles in allem 9 von 10 Punkten. Wie gesagt, eine ziemlich geile Figur. Ich kann sie jedem empfehlen. Nächste Woche seht ihr dann von mir das nächste Toy-Review mit dem 6. Team-Member Dr. Crank, der den Oberkörper quasi bildet. Und dann setze ich das erste Mal natürlich Hercules komplett zusammen. Er ist ein Riesengigant, der über 40, fast 50 Zentimeter groß ist. Das zeige ich euch dann später. Und ich würde sogar sagen fast 60, wenn ich es so richtig sehe. Aber egal, das sehen wir später. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich dann wieder mit dabei seid. Und wenn ihr wollt, empfehlt mich weiter. Und abonniert mich, wie auch immer. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und ich wünsche euch etwas. Bis zum nächsten Mal. Euer Rexfor.